Vielleicht interessierst du dich dafür, frühzeitig in den Ruhestand zu gehen, indem du dich voll und ganz dem Investieren widmest. Vielleicht möchtest du, dass dein Geschäft in den nächsten 6 Monaten profitabel wird. Oder vielleicht möchtest du einfach nur diese Prüfung bestehen, die in 3 Wochen ansteht. Diese 3 Aufgaben haben mindestens eine wichtige Gemeinsamkeit. Sie werden so viel einfacher zu erreichen, wenn du weißt, wie du deine Produktivität maximieren kannst. Produktivität wird definiert als das Verhältnis zwischen Output und Input, und ich nehme an, dass du so viel Output wie möglich für einen bestimmten Zeitraum generieren möchtest. Sei es für ein paar Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre. In diesem Video werden wir uns 5 verschiedene Arten von Aktivitäten ansehen und herausfinden, wie das Wechseln zwischen diesen dir helfen kann, deinen Output über einen gegebenen Zeitraum enorm zu steigern. Hebelwirkung. Zuerst wollen wir Produktivität mathematisch definieren. Stell dir ein Rechteck als eine Darstellung deiner Produktivität vor. Eine Seite symbolisiert deine Anstrengung, gemessen in der Anzahl der Stunden, die du in deine Arbeit investierst, sei es beim Investieren, beim Aufbau eines Geschäfts oder beim Lernen für eine Prüfung. Auf der anderen Seite haben wir das, was ich als Hebelwirkung bezeichne. Im Grunde genommen, wie kraftvoll die Stunden sind, die du investierst. Wenn du deine Anstrengung mit deiner Hebelwirkung multiplizierst, erhältst du deine Produktivität über einen gegebenen Zeitraum. Ein Investor kann viel früher aus seinem Portfolio in den Ruhestand gehen, wenn er weiß, wie er eine Rendite von 20% pro Jahr erzielen kann, anstatt des Marktdurchschnittes von etwa 8%. Oder noch besser, wenn er das Geld derjenigen verwalten kann, die bereits wohlhabend sind. Für den Studenten ist die Verbesserung seiner Lerntechniken eine Möglichkeit, seine Hebelwirkung zu erhöhen. Vielleicht indem er lernt, wie man Dinge gut zusammenfasst, oder sich alte Prüfungen besorgt oder Zusammenfassungen von Personen bekommt, die den Kurs vor ihm gemacht haben. Abraham Lincoln sagte einmal: "Gib mir 6 Stunden, um einen Baum zu fällen, und ich werde die ersten 4 damit verbringen, die Axt zu schärfen." Hebelwirkung-Aktivitäten sind diejenigen, die deine Axt schärfen. Hauptaktivitäten. Hauptaktivitäten sind diejenigen, die du wahrscheinlich als zum täglichen Geschäft betrachten würdest. Für den Investor könnte es darum gehen, nach individuellen Aktien zu suchen, die wahrscheinlich überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen werden. Für den Geschäftsmann handelt es sich wahrscheinlich um eine administrative Aufgabe, Entscheidungen, die keine großen Auswirkungen haben, und für den Studenten, ja, es bedeutet, sich hinzusetzen und das Fach zu lernen, das er lernen muss. Wenn wir zu unserem Rechteck und der mathematischen Definition der Produktivität zurückkehren, sind deine Hauptaktivitäten deine Anstrengung in dieser Gleichung. Obwohl wir zuvor festgestellt haben, dass Hebelwirkung wichtiger ist als Anstrengung, wird Hebelwirkung ohne Anstrengung immer noch 0 ergeben. Und Anstrengung ist eine ziemlich einfache Möglichkeit, vielleicht 2 bis 3 Mal deine Produktivität zu erreichen, wenn du nicht zu engagiert warst. Es ist also natürlich sehr wichtig, so viel Zeit wie möglich mit deinen Hauptaktivitäten zu verbringen. Wenn du jemals versucht hast, über einen längeren Zeitraum eine hohe Anstrengung aufrechtzuerhalten, hast du wahrscheinlich, genau wie ich, festgestellt, dass du keine Maschine bist, egal wie sehr du es dir wünschst. Wenn das passiert, gibt es 3 Arten von Aktivitäten, zu denen du zurückkehren kannst. Nennen wir sie Unterstützung, Pausen und Zeitfresser. Die Unterstützung. Die Aktivitäten, die zur Kategorie Unterstützung gehören, beeinflussen weder sofort deine Anstrengung noch deine Hebelwirkung. Sie haben jedoch tendenziell einen indirekten Einfluss auf deine Produktivität im Laufe der Zeit, einige schneller als andere. Dazu gehören Aktivitäten wie Schlafen, sich um die Bedürfnisse deiner Lieben zu kümmern, Sport treiben und soziale Kontakte pflegen, bis zu einem gewissen Grad auch Essen und Kochen. Die Unterstützungsaktivitäten sind ziemlich universell, egal was du erreichen möchtest. Wenn du so produktiv wie möglich sein möchtest, sollten diese Aktivitäten deine bevorzugte Wahl sein, wenn deine Motivation niedrig ist. Vielleicht hast du heute keine Lust, Verkaufsgespräche zu führen. Aber du könntest wenigstens ein leckeres Mittagessen kochen, damit du für die nächsten Tage Essen hast. Pausen.
Manchmal scheint selbst eine Unterstützungsaktivität zu viel verlangt. Und dann musst du mit dir selbst verhandeln, damit du zumindest eine Pause machst, anstatt in einen Zeitfresser zu geraten. Beide Arten von Aktivitäten sind für deine Produktivität völlig nutzlos. Sie zählen weder zur Anstrengung noch zur Hebelwirkung in unserer Gleichung, nicht einmal indirekt. Sie werden eher von deinen Anstrengungen ablenken, aber sie unterscheiden sich darin, wie viel sie davon ablenken sollen. Eine Pause ist genau das, wonach es klingt. Es handelt sich um eine vorübergehende, unproduktive Aktivität. Zum Beispiel einen Film schauen, Urlaub machen oder ins Fitness gehen. Wenn du zwischen einer Pause und einem Zeitfresser unterscheiden möchtest, musst du zwei Variablen in Betracht ziehen. Wie wiederholbar sind sie und wie viel Dopamin produzieren sie? Etwas, das weniger wiederholbar ist und weniger Dopamin produziert, würde als Pause betrachtet werden. Es ist nicht so problematisch wie ein Zeitfresser, da es nicht so wahrscheinlich zu einer unproduktiven Gewohnheit wird. Zeitfresser. Diese sind oft sowohl in Bezug darauf, wie viel Zeit du mit ihnen verbringen kannst, als auch in Bezug darauf, wie viel Dopamin sie produzieren, praktisch unbegrenzt. Sie neigen auch eher dazu, neue, unproduktive Gewohnheiten zu werden. Ein paar Aktivitäten, die zu dieser Kategorie gehören, sind Videospiele spielen, Serien auf Netflix ansehen, übermäßiges Feiern, soziale Medien nutzen, außer für produktive Zwecke. Die Wiederholbarkeit ist praktisch unendlich und der Dopaminrausch, obwohl er mit abnehmendem Nutzen einhergeht, ist extrem hoch. Warum reicht auch einfach eine reguläre Pause aus? Dann könntest du vielleicht in ein paar Stunden oder am nächsten Tag wieder auf Kurs kommen. Eine Zeitfresseraktivität ist mit Abstand die unproduktivste Aktivität, der du nachgehen kannst, denn sie hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dir viel von deiner zukünftigen Anstrengung zu entziehen. Also, um so produktiv wie möglich zu sein, solltest du deine Hebelwirkungen erhöhen, wann immer sich eine Gelegenheit dazu bietet, so viel Zeit wie möglich mit deiner Hauptaktivität verbringen, genug Unterstützungsaktivitäten für deinen Zeitraum einplanen, zu vorübergehenden Pausen zurückkehren, wenn es dir mal schlecht geht und es keine Unterstützungsaktivität gibt, die du machen kannst, und jeder Versuchung widerstehen, in einen Zeitfresser zu geraten.